Thank you.
Propaganda, es gibt kein Recht. Wasserwerfer Marsch. Thank you.
Wir sehen, da sind ja nicht so viele. Die Türken schmeißt jetzt übrigens hier Apple iPhones weg, ne? Da verpassen sie auch nichts. Ne? Schaut, immer dabei, schon in Duisburger Zeiten. Jawohl, mein Freund, gute Arbeit, die du leistest. Das ist der Betreiber von German Defense 24 auf YouTube. Guck da rein, da seht ihr alle. Schmeiß dein iPhone weg, mach's wie die Türken. Ja, schon seit der ersten Stunde dabei. Und jetzt zeige ich euch mal von vorne den gesamten Zug. Fertig, los. Nochmal überhaupt von hier ein Dank an die Polizei NRW, die einen super Job macht, alles wunderbar abgesichert hat. Der Beamte, der hier zuständig ist für die Kontaktaufnahme zum Veranstalter, einwandfrei. Die Polizei hat den schwierigsten Job von allen und dafür wollten wir ihn nochmal danken. Und hier sind die Mädels und jetzt haben wir uns mal.
am Ende! Wir sind die Wende! Thank you.
Genau.
Danke, liebe Gemeinde. Ja, ihr seht also, Köln ist immer was los. Genau. Köln ist immer Stimmung, jawohl. Ja, die Gardinen müssen auch wieder gewaschen werden. Ja. Ich kenne die Dreckspatzen nicht hier. Die werden wahrscheinlich bloß durch den Dreck zusammengehalten. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Jetzt wird's wichtig. Jetzt wird's wichtig. Weiger, Schneeschippe vor das Motorrad. Sind halt so klebrig und sind schon mal hier festgeklebt auf der Straße. Einen Schmuck sozusagen. Und dann wird die Hitzwinde. Die blauen hier sind die, die das Ganze hier verantworten und leiten. Genau, normalerweise. Ja. Wenn es nach der Reker geht, dann sollten wir hier ausgehungert werden. Ja, das macht nichts. Wir sind alle fett genug. Dass wir dann so schrumpelig aussehen wie die Alte, oder? Ja. Das ist übrigens die Stadt der Alten, der die Armlänge erfunden wurde. Ja, die Armlänge, die Maria Ladenburger so viel genutzt hat. Und die Armlänge, die jetzt dem Arzt in Offenburg so viel genutzt hat. Der saß hier hinterm Schreibtisch, der hatte mehr als eine Armlänge, aber irgendwie klappt das mit der Armlänge nicht. Außer man hat vielleicht so ein Instrument in der Hand, in der Armlänge. Eventuell könnte es dann klappen, aber nicht wahr? Wir wollen ja keinen hier zu irgendwelchen Dummheiten inspirieren, sondern friedlich, frei und fröhlich demonstrieren für unser Recht auf Meinungsfreiheit. Und wie man ja sieht, no, da vorne sind diejenigen, die sich also gegen den Rechtsstaat stellen und auch gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, wie es schon immer war bei den Linken. Die hatte nämlich mit Freiheit lieber den Sinn. Und jetzt gucken wir mal, was der Zug macht. Ja, jetzt gucken wir uns den Zug an. Hier, Kamelle der Blitzschütz. Wo sind die Wasserwerfer?
gibt es keine. Ach, die gibt es dann nur, wenn Pegida NRW hier aufläuft. Ne? Ja, die holen sie schon. Hm, wahrscheinlich. Glaube ich nicht. Aber bei der Gruppe nicht. Dann machen sie ja trotzdem. Entweder gehen die wieder zurück oder die deeskalieren. Ja, man kann doch hier links und rechts ausweichen. Aber da stehen die ja. Da stehen die auch, okay. Bitte, lieber Antifa, mach doch Platz für die bösen Nazis. Thank you.
weiter. Ich glaube schon, dass Sie das gut finden.
Wir kämpfen frei, sozial und national. Frei, sozial und national. Nein, mein Liebes, kein Verbrechen! Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen! Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen! Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen! Keine Scharia in Europa! Keine Scharia in Europa! Keine Scharia in Europa! Keine Scharia in Europa! Thank you.
Warum in Deutschland für die Fresse aufpassen? Nichts geleistet im Staat. Und die Stasi-Fotografin. Hallo, Kotze. Zeckenfotograf.